Hallo, ihr Lieben, wir haben Sonntag und dies ist eine neue Folge Gartenrundgang und Spermischätze. Ich habe da ja schon einige von online gestellt. Ich werde mit euch rumgehen, zeigen, was sich so alles tut in meinem Garten, Veränderungen, Ernte, wie auch immer. Lasst euch überraschen. Des Weiteren werde ich euch zeigen, was noch in meinem Garten gefunden hat an Spermischätzen. Es gibt auch etwas, was ich gekauft habe, beziehungsweise ich habe einen Gutschein eingelöst. Und ja, das kommt dann alles gleich. Außerdem gibt es noch ein Problem, was ich habe. Ihr könnt mir ganz aktiv dabei helfen, das zu lösen oder ich sag mal herauszufinden, woran das liegt. Ich habe eine Theorie, aber alles andere kommt dann gleich. Seid gespannt und bleibt dran. Los geht's. Ich fange auch mal direkt hier vorne an. Ihr wisst ja, ich liebe die Tomaten. Hätte nicht gedacht, dass mir das so gefällt. Und da hängen nun ganz, ganz viele. Ich habe auch schon mega viel geerntet. Aber wenn ihr mal guckt, was da alles noch auf mich wartet an Ernte, das ist echt krass. Und ich werde davon auf jeden Fall Samen ziehen und nächstes Jahr wieder einpflanzen. Auch wenn es kein Bioprodukt ist in dem Falle, bin ich trotzdem begeistert von den Tomaten. Das ziehe ich weiter durch. Darum geht's, die Blue Pits. Erstmal schmecken sie super. Die ersten sehen übrigens jetzt mal ein bisschen anders aus von der Form her. Alle anderen waren bisher rund. Auch die hier ein wenig anders. Ja, und hier hängt echt alles voll, ne? Also seht das, es ist überall versteckt. Einfach alles voll Tomaten. Bin gespannt, wie viel da noch zur Reife kommen, aber ich habe ein gutes Gefühl. Hier unter sind auch jede Menge noch versteckt, wenn ihr mal guckt. Und bei der Gurke, hier hängt schon wieder die nächste Schmorgurke. Unten auf dem Boden beim Mulch gibt es auch noch eine kleinere. Ich muss sagen, meine Erfahrung jetzt mit der Schmorgurke ist nicht so mein Fall. Ja, deswegen glaube ich, Dill- und Borage-Nutzung bei mir nicht so meins. Ich werde mich da bestimmt nochmal ranprobieren. Vielleicht finde ich auch mal Rezepte, die mich so richtig anstecken oder ich esse das mal irgendwo und sage so, wow, das muss ich nachmachen. Aber jetzt vom Gefühl her und wie ich mich selber dazu verhalten habe, es passt einfach irgendwie noch nicht zusammen. Es regnet übrigens, das hört ihr von den Geräuschen her und oh, was ist mit dem Tomatendach denn passiert? Okay, das ist aber merkwürdig. Als wäre da wer bei gewesen, weil ich hatte da was zum Beschweren draufgepackt und die Steine liegen jetzt oben. Hat sich wahrscheinlich rausgerogelt durch den Wind. Zeige ich euch das mal. Hat nicht gehalten. Dafür freut sich jetzt die Tomate, die da durchwachsen kann. Ja, okay. Nehme ich so an, nehme ich als Herausforderung. Vielleicht eine andere Folie. Aber für das Jahr hat es auf jeden Fall gereicht. Okay, ich war jetzt auf dem Wege zum Topinambur. Hier ist es ein bisschen dicht gewachsen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Weiß einer, was das hier ist? Kann das weg? Ich gehe mal davon aus, aber ich wurde ja schon überrascht, dass viele Sachen irgendwie auch Heilkräuter sind. Da waren ein paar Menschen angetan, was alles so mein Garten findet. Aber es war ja schon da, ne? Also gehe ich mal davon aus. Ja, wie gesagt, hier ist Topinambur. Die wachsen mir schon über den Kopf. Da auch echt riesig alle. Und ich habe auch schon die ersten probiert. Wie ihr sehen könnt, die fallen auch alle ein bisschen um und knicken um. Das haben die wohl so ein bisschen an sich. Bei den Nachbarn sind alle weg, umgeknickt. Oh, das hängt hier alles zusammen. Gut, dann wird es der hier, der steht sowieso im Weg. Oh, hängt auch damit zusammen. Was macht der hier? Wo kommt der her? Auch! Ach, krass, okay. Dann wird das hier nix. Naja. Dann wächst das hier alles so ein bisschen am Boden längs, ne? Das ist ja komisch. Okay, ist so wie das ist. Da kann man es auch sehen. Guck mal, wie so ein einmal so waagerecht. Da mache ich dann nochmal ein extra Video zu. Das ist mir jetzt zu viel. Gut, weiter geht's. Fange ich den Gartenrundgang mal von der anderen Seite an. Nicht wie gewohnt, wie ihr das kennt. Oh, ich mag den Regen gerade voll gerne. Die Zucchini im Zucchini-Kasten hat jetzt schon einige Zucchinis abgeworfen. Jetzt ist das schon eine Zeit lang her. Aber sie bildet jetzt auch schon wieder die nächsten. Guck mal. Blüten sind dran und auch schon zu erkennen, dass da die Zucchinis kommen wollen. Zwiebeln können übrigens ausblühen, das macht so gar nichts. Sieht schön aus. Die Bienchen und Hummel freuen sich bestimmt, andere Insekten auch. Und ja, da unten steckt noch eine Zwiebel drin. Das werde ich demnächst mal ernten, aber noch habe ich zu Hause. Okay, weiter geht's. Oh, ein Schmetterling, guck mal. Ein kamerascheuer Schmetterling, der.
Der flitzt hier rum. Der ist schön. Ich mag den voll leiden. Wie ihr sehen könnt, guck mal, hat er uns hingeleitet. Heu wird übrigens weniger. Warum das so ist, seht ihr gleich vorne noch. Ich habe nämlich wieder einiges getan und gemulcht. Des Weiteren hat Weide meinen Garten gefunden. Ja, ich habe ja super gute Erfahrungen mit Weide schon gemacht. Ach ja, hier einmal zurück, damit ihr wisst, was ich meine. Da ist Topinambur und dort neben steht schon eine Weide. Da habe ich einfach einen Stock im Boden gesteckt und das Ding hat funktioniert. Ähnlich werde ich das jetzt bei diesen Stücken tun. Der Tomatenmeer ist zukommen lassen. Für ihn war das, wie sagt man, Verschnitt oder so. Keine Ahnung, wie man das nennt im Gartenbereich. Auf jeden Fall richtig schöne lange Sachen dabei. Und die werde ich auch in längerer Version einfach mal im Boden pflanzen. Mal gucken, was draus wird. Einfach experimentieren in verschiedenen Varianten. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt bei dem Wetter so überlebt. Aber es gibt so viel Regen bei uns gerade im Norden, dass das, glaube ich, voll klar geht und wird dann zeitnah auch gleich beigehen. Ach, die Schmetterlinge, sie sind gerne zu zweit unterwegs hier, die Weißen oder Zitronenfalter oder wie sie sich schimpfen. Gibt ja auch den Kohlweißling, die sehen sich sehr ähnlich oder manche verwechseln die viel mehr. Da hinten flattert einer rum. Er macht sich hier auf dem Weg, wo er noch ein bisschen was für sich findet. Weiter geht's. Die rote Beete übrigens überall, wo ich sie angepflanzt hatte. Alle sind sie gekommen, außer die ich aus Versehen getötet habe. Oh, da sitzt noch ein Schmetterling, guck mal. Da muss ich mich jetzt aber mal erstmal so ranschleichen. Ich tue dir nix. Süß. habe ich ihn wohl doch zu doll genervt. Kannst hier gleich wieder hin. Ich bin hier gleich weg aus der Ecke. Ja, das Foodsharing-Eckchen, wer das noch nicht kennt, ich werde das oben rechts mal verlinken. Das ist ein Herzensprojekt von mir. Da gibt es schon 4 Teile zu. Also unbedingt reinschauen. Dann hier. Oh, hat sich ja... Naja, nicht ganz. Ich dachte, das wäre so eine einzelne Pflanze geworden. Die Lemon Queen. Nach wie vor warte ich, dass da was Blütiges kommt. Vielleicht kommt hier auch noch was. Ich schaue gleich mal auf der anderen Seite. Zu den Erbsen werde ich mich noch zum Erbsenexperiment äußern. Wie ihr sehen könnt, hier ist eine Schote. Mehr zeige ich euch noch nicht. Details gibt es dann im anderen Video. Und das folgt. Ansonsten die Bohnen nach wie vor überall richtig schön am Wachsen. Ich habe so viel Foodsharing-Bohnen in die Auslage gepackt. Und es bleibt immer noch genug für mich übrig. Fürs nächste Jahr werde ich wohl nicht so viel Bohnen anbauen. Werde nicht so viel verwerten. Und diese Rankbohne hier, irgendwie, die wollten nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Ich habe hier übrigens... Oh, jetzt bin ich auch fast auf die Lemon Queen getreten. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was hier los ist. Die wollte das irgendwie nicht. Vielleicht zu viel Unkraut oder... Ja, ich werde auch bei Buschbohnen bleiben und vielleicht vereinzelt mal was austesten zum Ranken. Oh, hier kommt was Frisches Grünes, sehe ich gerade. Na, willst du doch noch mal starten? Ja, hat aber sonst nichts mehr abgeworfen, waren insgesamt vielleicht 5 Bohnen. Kohlrabi habe ich geerntet, hier ist nichts mehr drin, außer 2-3 Zwiebeln. Man kann sehen, ach komm, die hole ich raus. Die sieht gut aus. Die werde ich waschen und mit nach Hause nehmen. Dann, vielleicht hat man das schon im Hintergrund irgendwo mal gesehen. Dann habe ich übrigens gedüngt mit Brennnesseljauche. Diesmal hat es die Sonnenblumen erwischt. Ich wollte denen auch was Gutes tun und habe auch das Sonnenblumenfeld von Unkraut befreit. Das seht ihr jetzt einfach mal selbst. So sieht es jetzt aus und ich habe richtig schön gemulcht. Wie ihr sehen könnt, hier kommt einiges, tut sich einiges. Hier geht eine auf. Da, hier und auch da unten kommt auch noch eine. Und allen anderen geht es auch definitiv besser, habe ich gemerkt. Und die haben alle einen Schub gekriegt, nachdem das Unkraut halt nicht mehr so die Energie wegnimmt, sag ich mal. Und die Sonnenblumen sich das mit dem Unkraut teilen. Oh, der Regen wird doller. Habe ich da auf jeden Fall die Beobachtung gemacht, dass es jetzt doller fangen geht. Ja, ein paar Sonnenblumen sind auf. Ich finde, das sieht voll schön aus. Auch hier auf der rechten Seite gibt es noch offene. Aber auch welche, die verblühen. Ah, eine Hummel. Aber die anderen muss ich euch auch unbedingt zeigen.
voll schön. Und hier auch Hummel und Bienchen unterwegs. Auf dem Murch kann man ja ohne Probleme rumlaufen, vor allem wenn es sowieso regnet. Dann mache ich nichts kaputt. Dann die kleine Sonnenblume hier zu meinen Füßen noch. Dann diese kleine schöne Sonnenblume noch. Wow, und die Lemon Queen kommt tatsächlich noch. Da geht was auf. Ich sehe es. Guckt euch das an. Modern, voller Erfolg noch. Zwar mitten im Jahr ist das natürlich nicht so vorteilhaft, Pflanzen umzusetzen oder umzutopfen und so weiter und so fort. Aber ja, sie hat sich erholt und es gibt bestimmt einen optimaleren Verlauf. Aber ich denke, das ist so voll in Ordnung und nächstes Jahr habe ich dann richtig gut davon. Borage lebt immer noch. Das kann man ja essen, alles so. Will ich auch mal wieder. Ja, ist lecker. Aber wie gesagt, das passt zu Schmorgurken und so, vielleicht auch normale Gurken. Schmeckt auch sehr gurkig. Aber Borretsch finde ich so schön, werde ich im Garten behalten. Und ich denke, der wird wiederkommen. Habe ihn an anderen Stellen auch gesehen, auch im Sonnenblumenfeld. Habe aber das Ganze rausgerupft wegen der Sonnenblumen selber. Aber da mache ich mir keine Sorgen, dass das wiederkommt und wächst und wächst und wächst. Ja, von hier sieht es dann so aus nochmal mit den Sonnenblumen. Voll schön. Ja, habe ich mir ein bisschen dichter gewünscht. Also nächstes Jahr werde ich das auf jeden Fall dichter pflanzen. Aber ich bin sehr zufrieden fürs erste Jahr. Dann wunderschön, wie ich finde, beim Knoblauch. Und es riecht auch echt schön. Ja, kann man dazu Blüte sagen? Ja, bestimmt. Das ist hier überall so. Auch die da vorne. Sieht voll schön aus. Ich mag das Leinen. Ich bin froh, dass ich das nochmal hab kommen lassen und auch Knoblauch, den ich geerntet habe. Ich habe die Dinger hier reingesteckt. Das ist auch nochmal gekommen. Und ich denke mal, damit kann man auch nochmal Knoblauch pflanzen, oder was meint ihr? Dann haben wir hier das Maishügelbeet. Wer das noch nicht kennt, ich werde das auch mal oben rechts verlinken. Da gibt es ein schönes Do-it-yourself-Video, wie ihr sowas optisch so anlegen könnt, wie ich das habe. Ja, Mais kommt, ist richtig fett und fest. Da habe ich auch noch keine Erfahrung, wann ich das dann ernten kann. Da bin ich mal gespannt. Aber ich meine, ich habe irgendwo was gelesen, wenn das hier oben so richtig verwelkt, wenn das richtig braun ist. Und die Biotomaten nach wie vor im Wachsen. Ich habe hier so viele schon geerntet. Es hat sich gelohnt, die noch reinzupacken. Es war nicht zu spät. Und wie ihr sehen könnt, ich kann auch schon wieder die nächsten zupfen. Ich kann auch schon wieder die nächsten pflücken. Ich mache das so, wenn das recht leicht abgeht, denn. Nein, noch nicht. Auch noch nicht. Okay, die brauchen noch vielleicht ein, zwei, drei Tage. Aber total begeistert. Ja, und Basilikum ist gekommen an beiden Seiten. Ich glaube, das habe ich in einem anderen Video schon gezeigt, dass die sich wohlfühlten. Aber hier, die Minze, die geht ab. Ich bin total begeistert. Da kann ich auf jeden Fall noch, da wir nächste Woche auf jeden Fall noch Sommertage kriegen. Bei uns oben ist gerade nur mieses Wetter angesagt. Oh, das riecht so gut. Voll schön. Und was noch bewundernswert ist, vielleicht hat jemand von euch Erfahrung gemacht. Ich mache gerade super Erfahrungen mit dem Korkenzieher Haselnuss, weil überall ja, bilden sich so Knospen. Ich kann das, wo kann ich das mal deutlich zeigen? Hier, ich hoffe, man kann das sehen und der Autofokus spielt mit. Nein. Also hier. Da überall tut sich was. Da überall Knospen. Der Akkustand hat sich gerade gemeldet. Ich muss zum Schluss kommen. Ich komme jetzt erstmal zu dem Problem, was ich habe, und dann zum Ende hin zeige ich euch noch die Spermischätze. Bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich. Das Problem, was ich habe, ist ein riesengroßer Apfelbaum, der mir so viel Freude bereitet hat. Aber bei den Äpfeln habe ich vollste Sorge. Ich habe nahezu jeden Apfel, den ich pflücke, da sind Würmer dran. Ihr könnt das sehen, ich zeige euch das. Da, wenn ich hier beigehe, finde ich bestimmt auch irgendwo eine Stelle. Vorführeffekt, hier dann nicht. Aber da unten sind schon lauter Äpfel gelandet, die ich gepflückt habe. Und man sieht es halt, ne? Also da kommt der Wurm. Überall oben ist er rein. Da Wurm. Also ziemlich viele. Ich würde sagen, sogar 80, 90% kann ich wegwerfen. Da sieht man es auch. Ich bin überlegen, ob ich die alle pflücke. Und ja,
Aber positiv ist da dran, das wird toller Kompost. Und ja, die Äpfel, die kommen so langsam in die Reife. Aber wenn dann nachher nichts übrig bleibt, wenn der Wurm halt mehr gegessen hat als ich, dann wird es halt schwierig. Ich wette, wenn ich den Kleinen hier abzupfe, mal gucken. Ne, will er noch nicht hergeben. Ich will das ja auch ganz locker abnehmen können, wie bei den Tomaten. Oh, der Regen wird doller. Egal. Wenn da jemand was weiß, ihr würdet mir mega weiterhelfen mit euren Erfahrungen. Das interessiert mich brennend. Liegt das an diesem Sommer, den wir haben, diese ganze Trockenheit? Von Thomas kam diese These auf jeden Fall auf, dass diese ganzen Würmer nur kommen, weil es die ganze Zeit halt so trocken und warm ist. Deswegen kann das natürlich sehr gut sein. Ich habe nämlich ansonsten von den Leuten hier gehört, die sich da dann bedient haben, dass das super leckere Äpfel sind, dass das super viel ist und so weiter und so fort. Aber ich habe quasi von der Ernte dann dieses Jahr nichts. Und mit Würmern entsaften kommt für mich nicht in Frage. Definitiv nicht. Ja, bleibt abzuwarten. Ich hoffe, dass sich das irgendwie dann ausgeht. Oh, da hat sich eine Biene hin verirrt. Oder? Ich kann das. Ne, das ist eine Fliege, die putzt sich. Aber guck mal. Okay, der Regen wird doller, Akku fast alle, ich muss zum Punkt kommen. Also, hier. Ich habe hier das mal aufgebaut. Ich habe ja letztes Mal gezeigt, was da in meinem Garten gefunden hat. Oder war es vorletztes Mal? Nee, letztes Mal, glaube ich. Spielt auch keine Rolle. Super Dinger von meinem Vater bekommen. Und da lässt sich dann ein wunderbares Hochbeet basteln. Ob es hier bleibt, finde ich noch ein bisschen fraglich. Ich werde mir da einen anderen Platz aussuchen. Aber super Sache. Werde ich befüllen. Hier unten mal gucken, was ich da rein tue, damit die Erde dann halt nicht gleich durchfällt. Okay, Regen wird doller und ich werde mal zusehen, dass ich euch die Spermienschätze noch zeige. Das wäre dann einmal. Zip, zip, zip. Ich habe hier so einen Filter am Straßenrand gefunden. Das sieht auf jeden Fall aus wie ein Filter. So ein richtig schöner Metallkorpus. Das ist auch ordentlich schwer. Und eine schöne alte Leiter, eine Malerleiter, wie es aussieht. Die ist dann auch hier. Mal gucken, ob ich noch bessere Bilder kriege. Ja, ich glaube, ihr könnt das sehen. Da muss ich ein bisschen was ausbessern, ist aber jetzt nicht so dramatisch. Außerdem, spermelmäßig, auch da, wo ich die Füße von dem Sofa gefunden habe, Gartenrundgang, Juli müsste das mit dabei gewesen sein, da habe ich sie euch gezeigt. Auf dem gleichen Spermel habe ich auch jede Menge Tennisschläger gefunden. Das ist das andere, was ich vom Sperrmüll habe. Jede Menge Tennisschläger, teilweise sogar noch mit Wert. Also ich habe mal bei eBay geguckt, die gehen für ordentlich Geld sogar noch weg. Die werde ich irgendwann mal abstoßen und wenn ich das schaffe, das ist natürlich auch immer ein bisschen arbeiten, man muss Text schreiben und so weiter. Und das sind bestimmt 10 Tennisschläger, die werde ich verscherbeln und hoffen, dass ich da ein bisschen Geld rauskriege, um das dann hier in den Garten zu stecken. Außerdem hat dieser Buddha zu mir gefunden. Ich finde ihn sauhübsch. Kupfer, ich habe mich erst schwer getan, aber ich habe es nicht bereut, dann doch Kupfer zu nehmen. Große Auswahl gab es davon ab nicht mehr, aber ich hätte natürlich nicht kaufen können. Die Wahl hatte ich. Ja, und ich finde sie voll toll. Mutters Pflanzen geht es auch gut. Tada! Und beim Foodsharing geht es auch weiter, das Projekt. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Heute habe ich Teil 4 hochgeladen. Wir haben Sonntag, wie gesagt. Ja, und im Foodsharing geht es auch weiter. Was ich hier baue und bastel, das kommt dann in Folge 5 vor. Ja, leider hat mir da gestern der Akkuschrauber einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn der lag zu Hause und heute am Sonntag mache ich natürlich nichts. Deswegen habe ich einen Gartenrundgang dann vorgeschoben. Okay, ihr Lieben, bevor der Akku alle ist, sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, konnte euch wieder unterhalten und bereichern. Wenn ihr mir helfen könnt mit dem Apfelbaum, wäre das eine super Sache. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, euer Lars.